RB 79005 von Rosenheim nach Salzburg. Fahren Sie diesen Passagierzug von Rosenheim nach Salzburg Hauptbahnhof. Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zur Eisenbahnrundreise 13 durch Deutschland, auch gleichzeitig der letzte Teil. Wir stehen hier in unserer wunderschönen Baureihe 111 in Rosenheim. Ja, und bewegen einen ganz normalen Regionalexpress nach Salzburg. Gucken uns das kurz, gute Stück mal kurz von außen an. Halt, machen wir so. Ja, hier steht die 111 046-9. Salzburg ist schon angezeigt in unserer Tafel. Hinten dran haben wir die ganz normalen Dostos, die wunderschönen der Deutschen Bundesbahn. Ne, Deutsche Bundesbahn darf man ja nicht mehr sagen, nur noch Deutsche Bahn. Und ja, wie gesagt, wir stehen hier in Rosenheim. Wollen wir mal gucken, ob ich das gute Stück ans Laufen bekomme. Dazu müssen wir wahrscheinlich, nehme ich an, erstmal den Richtungswender noch reinstecken und nach vorne bewegen. Das gute Teil hat ja keine AFB, soweit ich weiß. Wir schalten uns mal die Instrumentbeleuchtung auf 1 und 100%. Spitzensignale sind auf Normal. Schleuderschutz brauchen wir nicht, es regnet nicht. Die Führerstandsbeleuchtung lassen wir auch aus. Lass mal kurz eben gucken, was hier hinten ist. Da ist, glaube ich, nur... Ups, nicht so schnell. Batterieabschalter ist an. Das ist hier soweit alles okay. Wir schalten mal PZB und SIFA dazu. Mal gucken, ob die Spitzenbeleuchtung an ist. Na, das sieht man natürlich nicht, weil die Sonne drauf scheint. Aber es sieht so aus. Ja, hinten haben wir rot. Zugschlussbeleuchtung ist korrekt. Also wieder rein. Jo, und jetzt lassen wir erstmal die Leute einsteigen. Und dann sind wir theoretisch und praktisch wohl auch abfahrbereit. Zugfunk steht auch auf Salzburg Hauptbahnhof. Ja, Herrschaften, dann herein mit euch. Zeit ist Geld. Ist natürlich ein herrlicher Tag heute. Ja, wir verriegeln die Türen. Lösen die Bremsen noch nicht, weil ich sehe hier, der Bremsschlüssel vom Führerbremsventil ist noch auf aus. Jetzt ist er auf an. Gut. Jetzt gehen wir mal mit die Entlüftung. Und dann gehen wir mal Leistung auf und gucken, was passiert. Erstmal nichts. So. Ah, okay, das Ding war wohl noch angelegt. So, aber jetzt hat Leistung auf 10%. Ja, das ist die 111 ist noch eine alte Lok aus der Einheitsbaureihe der 60er, 70er Jahre. Da können wir uns befreien. Ausfahrt steht ja. Und die hat noch ein Thyristorschaltwerk, das heißt, das muss immer langsam runterlaufen, bevor man bremst, weil sonst macht man sich die Trennschütze kaputt und beschädigt natürlich dann das Fahrzeug. Wollen wir natürlich nicht.
Mal gespannt, ich bin das Teil erst zweimal gefahren, wenn überhaupt. Siefer. Ja, der Fahrmotorlüfter geht automatisch an. Das erlaubt aber gleich wieder 80. Und unser erster Halt ist Bad Endorf auf Gleis 4, aber erst in 14 Kilometern. Ja, diese Einheitsloks sind nicht einfach zu fahren. Ich weiß gar nicht, das müsste der Inn sein, bin ich jetzt überfragt. Wollen wir die Bremsen wieder lösen? Ehrlich, die quietschenden Spurkränze. City. So, jetzt können wir eigentlich beschleunigen auf 140 km/h. Macht er nicht. Sollte eigentlich beschleunigen, aber es tut sich de facto erstmal nichts. Keine Ahnung warum. Wir lassen mal das Schaltwerk runterlaufen. Ja, das ist bei den alten Dingern ist das extrem langwierig. Keine Ahnung, warum das Ding jetzt nicht beschleunigt. Erschwerend hinzu kommt, dass die Steuerung dann auch verkehrt rum ist, im Gegensatz zum Train Simulator Classic. Das ist dann immer ein bisschen doof, weil da muss man wieder genau verkehrt rum denken. So, jetzt geht er, beschleunigt er. Ja, wahrscheinlich habe ich den Fehler gemacht und habe beschleunigt und habe es, wie ich schon selber erwähnt habe, das Laufwerk nicht auf Null runterlaufen lassen und dann passiert nämlich gar nichts. Dann schützt sich die Lok quasi selber. Gut, haben wir das an der Stelle auch geklärt. Gucken wir mal zu, dass wir hier Land gewinnen.
Ja, gelegentlich sieht man die 111er auch gerade hier unten im Süden von Deutschland noch im Einsatz. Gar nicht schneller wie 140 dürfen wir mit den Dostos gar nicht fahren. Deswegen schalten wir mal die Leistung. Fahrschalter auf aus. Jetzt probiere ich mal zu beschleunigen, während das Schaltwerk runterläuft. Ach, wieder, sag doch wieder den falschen Hebel gezogen, weil das seitenverkehrt ist im Gegensatz zum TSC. Ah, es wird neblig. Wir bremsen mal runter auf 110 km/h. Moin, Herr Kollege. Einmal lösen. Ja, das sieht man hier so richtig schön. Die Gebrauchsspuren hier überall an der alten Maschine. Schade, dass man gerade nicht viel von der Landschaft sieht, aber so ist es manchmal. Jetzt schalten wir komplett ab. Jetzt läuft das Schaltwerk runter. Und lassen ihn mehr oder weniger auf den Bahnhof von Bad Enfdorf rausrollen. Das war falsch. Die
Ich habe die Bremsen auch noch nicht weiter getestet. Müssen wir gleich mal gucken. Also das ist eine reine experimentelle Fahrt. Das ist ja auch mal ganz schön. Wird vielleicht noch das eine oder andere schief gehen, aber egal. So. Sich blinkend, wenn wir mal bestätigen. Könnte sein, dass wir dann Gleis wechseln müssen. Signal wiederhole. Müssen wir eigentlich nicht nochmal bestätigen, aber man weiß ja nie. Vielleicht liegt da nochmal ein Magnet. So, und jetzt haben wir es dann auch geschafft, haben uns an den Bahnhof von Bad Endorf herangerobbt. Bisschen langsam. Sind wir auch schon in der Chiemsee-Gegend? No, hier Nachladeruckler ohne Ende. Habe ich sonst eigentlich nie. So. Ja, die Bremsen sind nicht schlecht. Bisschen zu früh. Aber egal. So, lassen wir mal die Leute einsteigen. Oh, zumindest stehen wir auf dem Bahnsteig, also kann auch keiner meckern. Ja, so muss das sein. Sehr schön. Und einmal die Türen schließen. Zu lösen. 6,5 Kilometer bis Prien am Chiemsee. Und immer noch 60. Kollege. Mit Baureihe 111 schiebend.
Das ist definitiv, man muss immer warten, bis das Ding komplett runtergelaufen ist. Und erst dann kann man beschleunigen. Jetzt ein bisschen bergauf, 0,5%. Immerhin können wir schon mal hoch auf 110 km/h. Also das Wetter dürfte ja jetzt mal langsam ein bisschen besser werden. Schade, dass man nicht so viel von der Landschaft sieht. Also der Sound gefällt mir echt gut bei der Baureihe 111, das muss ich sagen. Vor allen Dingen in den Kurven, wie gesagt, durch die Ruhrkranzreibung. Aber das muss sagen, das Gerät ist sehr anstrengend zu fahren, weil man dauernd alles Mögliche hier beachten muss. Fast so wie im echten Leben. Ja, jetzt sind wir natürlich deutlich zu schnell. Halt nochmal ab. Auf die Art und Weise kann man ein bisschen Zeit rausholen. Aber wir müssen ja sowieso gleich wieder halten. Bahnhof hier nicht überschießen. Ja, die Schranken gehen aber auch ein bisschen spät runter, Herrschaften. Da ja, darf Dovetail Games noch mal nachbessern. Jo, nächster Halt, Prien am Chiemsee auf Bahnsteig 1 oder an Bahnsteig 1. Wir mutmaßen mal Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jo,
kommt hin. Mal gucken, ob wir den Bremspunkt jetzt ein bisschen besser treffen. Naja, 5 Minuten Verspätung ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man so sieht, was die Deutschbahn jeden Tag an Stunden, ich hätte fast gesagt Tagen an Verspätung rausfährt, ist das hier noch harmlos. Einmal die Türen öffnen. Ach, wir haben da vorne rote Beleuchtung, sehe ich gerade. Das ist ja doof. Ja, das habe ich vorhin im Sonnenlicht nicht gesehen. Weil das richtig schön geblendet hat. Ja, da müssten wir theoretisch das jetzt hier nochmal umändern, aber wir haben keine Zeit zu verlieren. So, 5 Kilometer Bernau am Chiemsee, ebenfalls Bahnsteig 1. Welch ein Wunder. Oh, was haben wir da? Baureihe 648? Nach dem Motto, Niedertalbahn ist überall. Ja, und jetzt sieht man jetzt schon hier deutlich das bayerische Voralpenland. Oh, müssen wir runterbremsen auf 110. Ja, ich merke schon, da habe ich mir für die letzte Zugabschnittsreise habe ich mir hier die komplizierteste Lok in Drensen World 4 ausgesucht. Aber gut, Übung macht den Meister. Von nichts kommt ja nichts. Also versuchen wir das jetzt mal hier sehr ordentlich. Der Bahnübergang war schon gesichert. Sehr schön. Tatsächlich in Bernau am Chiemsee habe ich auch schon zweimal Urlaub gemacht. Also in Real Life natürlich. Und das ist echt eine sehr, sehr schöne Gegend. Man kann viel wandern, man kann hoch auf den Jänner, Quatsch, Jänner ist ja ein Berchtesgaden, auf die, wie heißt sie, Kampenwand kann man fahren. Hat einen wunderschönen Blick aufs Bergpanorama. Ui, jetzt müssen wir uns beeilen.
Chiemsee generell, die Region ist sowieso immer ein Besuch wert. Ja, Schloss Herrenchiemsee, Stichwort. Wenn man sehr viel bayerische Landesgeschichte kann man da lernen, das ist überhaupt nicht verkehrt. Nee, aber doch, fahrt mal hin, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist eine wunderschöne Gegend. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen, auch die Heimat hat schöne Flecken und Orte. Ja, jetzt habe ich die Beleuchtung umgestellt. Mittlerweile ist unser Zugspitzenlicht korrekt. Einfach mal kurz die Taste H auf dem Keyboard drücken und alles ist schick. Ja, und der Kompressor ist auch an. Also die Sounds sind wirklich nicht schlecht, das muss man an der Stelle mal sagen. Ja, einmal Bremsventil lösen und weiter geht's. Also allmählich fange ich mich an einzugrooven in die Baureihe 111. Aber nur allmählich. Ich würde fast wetten, dass man noch irgendwie eine Zwangsbremsung bekommt. Das ist mir jetzt schon zu glatt gelaufen bis hierhin. Nächster Halt, Übersee. Ja, heißt wirklich so. Also ein, 2 Minuten Verspätung haben wir auch schon wieder aufgeholt. BÜ gesichert, sehr schön. Schaltlaufwerk abgelaufen, Leistung auf Null, Zug rollt ohne irgendwas. Nee, also die 111 haben sie wirklich richtig gut umgesetzt.
Der Nebel scheint sich so allmählich auch ein bisschen zu lichten. Ah, das ist richtig schön, wie man so schön sagt, so abgeranzter Führerstand. Man riecht so förmlich noch den kalten Zigarettenrauch. Ah, so war das früher. Kannst ja heute alles vergessen. So, wir bremsen ein. Nähern uns Überseebahnsteig. Wo? APVR1. Grüner geht's nicht. So. Ja, doch 4 Minuten. Haben wir dann doch Verspätung immer. Naja, wir haben also ja ein bisschen haben wir aufgeholt, aber nicht allzu viel. Gerade weil wir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit dem Losfahren. Das ist ja nahezu perfekt. Das ist ja nahezu perfekt. Guckt euch das an. Sehr schön. Ja, ordentlich Verkehr hier auf dem Bahnsteig. Ah, Kollege mit dem Intercity. Ja, so allmählich könnte man den Eindruck gewinnen, dass Dovetail Games mit seinem Trainsim World 4 in die richtige Richtung kommt. War ja jahrelang nicht so zu erwarten. Die haben ja mit Trainsim World 2016 angefangen. So, einmal die Bude verschließen. Und damals gab es ja nur diese Güterzugstrecke, die eine, die Sand Great Patch in, wo ist das, Pennsylvania? Und die war ja alles andere als perfekt, also die strotzte ja nur so vor Bugs. Aber jetzt so im Laufe der Jahre oder war das 2017, wo die angefangen haben, ich weiß gar nicht, irgendwo so um den Dreh rum. Bis jetzt haben sie eigentlich wirklich ordentliche Schritte nach vorne gemacht und endlich haben auch Drittentwickler die Chance, Content zu entwickeln. Das lässt sich alles sehr gut an. Nächster Halt Bergen in Oberbayern, Gleis 1. Ja, Siefer. So schnell legst du mich nicht rein. Muss man hier immer aufpassen in der Außenansicht, wenn die Siefer ertönt. Bei manchen Add-ons ist die Siefer in der Außensicht ausgeschaltet, dass man da keine Zwangse bekommt, aber in dem Fall muss man auch höllisch aufpassen. Aber sie ist ja gut zu hören, wenn man draußen ist.
abschalten. 138 km/h. Mal eh einbremsen auf 130. Also wirklich, also ich kann es nur zum nächsten Mal wiederholen. Die 111 ist wirklich gut gelungen, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber wie auch, wie gesagt, ich habe es erst ja, im Trainingsmodul mal kurz angefahren und ja, das war's. Aber ne, mit dem Apparat werde ich definitiv öfter unterwegs sein. Auch mit der 1116 Taurus. Von der ÖBB auf der Semmeringbahn, die ja jetzt vor kurzem erschienen ist, das ist auch ein recht ordentliches Gerät. Langsam geworden wieder. Aber in 2 Kilometern haben wir eh nur noch 100 km/h. Wieder das Problem, dass wir nicht aufschalten können, weil der Fahrmotorlüfter noch, der Fahrmotorlüfter, sag ich, das Thyristorschaltwerk noch nicht runtergelaufen ist. Also das dauert mir einen Ticken zu lang hier. Das ist das einzige Manko. Das geht eigentlich deutlich schneller in beim richtigen Fahrzeug. Aber so, jetzt könnten wir eigentlich aufschalten. Jetzt kommt sie langsam. Also das mit dem Abschalten, das dauert ein bisschen lang, bis das runtergelaufen ist. Aber vielleicht mache ich da an der Stelle einen Bedienfehler. Das möchte ich jetzt nicht gänzlich ausschließen. Aber jetzt ist es auch egal, weil in 1,5 Kilometer müssen wir eh stehen bleiben. Ah ne, 90 brauchen wir nicht bestätigen. So, fangen wir schon mal langsam an einzubremsen. VR1. AP1. Bei 0,9% Steigung. Bleiben wir fast von alleine stehen. Da. Ja, willkommen in Bergen in Oberbayern. Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Haha, wie ich das jetzt wieder rausgefunden habe. Ja, so langsam klappt es auch mit den Punktlandungen etwas besser. Ne, da müsste ich dann nochmal gegebenenfalls im Tutorial für die 111 gucken, ob ich das Schaltwerk nicht schneller abschalten kann. Weil normalerweise gibt es eine Abschaltsequenz, da springt das Schaltwerk von irgendwo unterwegs, 16, 17, 18, zack, schlagartig auf 0. Und man kann direkt wieder Leistung aufschalten, aber das funktioniert irgendwie hier nicht so richtig. Kann auch sein, dass es in echt
so war, aber ich meine mich, wie gesagt, zu erinnern, dass man das relativ schnell abschalten kann. Bremsen lösen. Km erlaubt und dann 90. Wenn man jetzt abschaltet, auf, warte mal, Fahrschalter erhalten, das ist, glaube ich, die Grundessenz. Da beschleunigt er mit dem, was man eingestellt hat. Ja, super. Ich weiß, bei der 111 von Virtual Railroads im alten Train Simulator Classic geht es Ticken anders. Aber vom Prinzip her sind die natürlich ähnlich. So, da schalten wir mal ab. Ja. Und bremsen mal hier ein auf 90. Oh, ein Knallfrosch. Nicht Knallfrosch, Laubfrosch natürlich. Weiß ich jetzt gar nicht, was das für eine Eisenbahngesellschaft war mit dem Güterzug. So, mal gucken, ob das funktioniert. Leicht aufschalten. Ja, das Wetter scheint sich langsam wirklich zu bessern. Ist zwar noch durchgängig bewölkt, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ja, Traunstein ist hier in der Gegend ein etwas größerer Ort. Ja, da müssen wir bestätigen. 60 erwarten. Also langsam fahrt. So, was ist jetzt? Ich hab doch gesagt, wir kriegen eine 20. Stand 60 und jetzt 45. Hervorragend. Wunderbar. Und das 1,5 Kilometer vom Bahnsteig. Alles klar, ich hab's gewusst. Mal Richtungswende nach hinten und wieder nach vorne.
Bremse lösen. Auffüllen lassen. Das war jetzt doof. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier wieder vom Fleck kommen. Ah, Moment. Doch. Ja, klappt. Also zurücksetzen geht ganz gut. Aber da stand eben 60. Und dann plötzlich 45 km/h. Oder es kann aber auch sein, dass wir die Bremskurve verpasst haben. Das kann ich mir an der Stelle noch erklären. Aber hier steht aber eigentlich 60. Wow, 60. Warte mal, Moment, Moment. Ah, jetzt kommt die langsame Fahrstelle. Jetzt bremsen wir ein. Und einmal bestätigen. Wieder! Warum denn jetzt wieder? Ich hab's doch gesehen. Ach, das ist ja nervig. Prozedur von vorne. 900 Meter nochmal stehen. Fahrschalter aus. Bremse lösen. Anfahren. Das war jetzt ein bisschen undurchsichtig, was da für eine Signalisierung war, aber das ist halt. Ja, und wieder Befreiung möglich. Ja, supi. Aber Wechselblinken? Wechselblinken hieß ja 45 km/h. Also eigentlich 40 plus 5 Toleranz. Und dann wollen wir es auch nicht übertreiben an der Stelle. Ein bisschen merkwürdige Signalisierung jetzt gerade gewesen. So, ja, wie ich gesagt habe, Traunstein sieht man ja schon im Hintergrund, ist ein bisschen größer. Oh, und schon sind wir wieder zu schnell. Eieiei, jetzt läuft aber alles schief hier. Mal wieder runterkommen nach dem. Ja. Ja, das moderne Stellwerk. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Mit etlichen Hindernissen haben wir es dann bis Traunstein geschafft. So, jetzt sind wir noch über den Bahnsteig drüber. Nein, 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 nein. Ah, gut, die Lok ist egal. Gut. Eieieiei. Alles ein bisschen schwierig. Ja, das passt doch wunderbar. Ne, also so sehe ich nicht aus. Ja, könnte auch besser besucht sein. So. Einmal Bremsventil lösen und ab geht die Post. 15 Kilometer bis Teisendorf. Jo.
Ja, noch immer 60. Lassen wir schon mal hoch auf 70. So, durch diese zwei blöden Zwangsbremsen haben wir natürlich jetzt erheblich Zeit verloren. Müssten eigentlich schon in anderthalb Minuten oder in 2 Minuten müssten wir schon in Teisendorf sein und haben noch 14 Kilometer vor uns. Da machen wir der Deutschen Bahn alle Ehre. Scheint dann doch eine etwas längere Fahrt zu werden. Sieht man das, wie weit das noch ist hier bis Salzburg? Oh, ich glaube, wir haben gerade ein bisschen mehr als die Hälfte. Gar nicht in Erinnerung, dass das von Rosenheim bis Salzburg so weit ist. So, wir schalten ab. Wir bremsen ein auf kurzzeitig 110. Zehn schon angekündigt. Schaltwerk ist auf Null. Kann man wieder leicht zugeben. Ah ja, alles gut. Die 4 km/h schenken wir uns jetzt. Ja, es ist ein ständiges Wechselspiel zwischen Einbremsen, Abschalten, runterlaufen lassen, wieder Leistung aufgeben. Also, es ist nicht so ganz einfach. Kollege, 111 schiebend. Jetzt dürfen wir hoch auf 130 und gleich wieder runter auf 110.
schon mal einbremsen auf 110 km/h. Das Wetter ist grau in grau, ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Die gelbe Tafel kommen 110. Kesselzug. Ja, 110. Ja, da nähern wir uns allmählich Teisendorf. Kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern, ganz früher als Kind, in den 60ern. Aber ich habe ja mit meinen Eltern oft hier unten Urlaub gemacht, auf dem Bauernhof. Und in Teisendorf gab es damals ein Freibad, gibt es vielleicht heute noch. Da habe ich mehr oder weniger so die ersten Schwimmflügelversuche gemacht. War eine schöne Zeit. Vermisse ich manchmal. Das war so die Zeit, wo man noch so im eigenen Land mehr oder weniger Urlaub gemacht hat, meistens in Bayern oder umgekehrt oben an der Nordsee. Ostsee ging ja aufgrund der DDR nur bedingt. Und da ist man halt runter nach, ja, Oberbayern gefahren oder in Schwarzwald oder. Mit der Fliegerei war das ja noch nicht so dolle. Und heute ist es genau andersrum heutzutage. Da sind sämtliche Strände vor allen Dingen auf den üblichen Verdächtigen wie Malle oder auch auf den Kanarischen Inseln mittlerweile so überfüllt, dass die Leute jetzt schon anfangen zu demonstrieren, dass es viel zu viele Touristen gibt und die Einheimischen da kaum noch Luft zum Atmen haben. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Mittlerweile wird hier auf Mallorca so eine Art Benimmregel eingeführt. Leider. Da sich ja viele nur noch daneben benehmen. Schlimm genug, dass man sowas machen muss. Aber ja, so haben sich die Zeiten halt geändert. Aber wie gesagt, aus dem Alter bin ich auch raus, dass ich mir diese Party-Dinger da noch geben muss. Ich will im Urlaub eigentlich Erholung, Ruhe. Und ja, ich habe zwar auch dort so meine Fleckchen, aber dann eher auf Fuerteventura, da ist nicht so ein Rummel. Die Rede war auch jetzt mehr von Gran Canaria und Teneriffa. Während wir hier aufpassen müssen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen. Jo, das sieht gut aus.
So. Da sind wir schon in Teisendorf. Aber das ist hier noch ganz schön. Mein lieber Herr Gesangverein, wenn ich das hier so sehe, das ganze Stück müssen wir noch hier runterfahren bis nach Salzburg. Ach du Heimat, nee. Okay, dann werden wir uns mal sputen. Wird ein etwas längeres Video heute, aber dafür ist es dann auch mit Teil 13 das letzte in der Reihe. Einmal Türen schließen. Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Bahnhof fährt ab. Ah, doch, 11 Kilometer sind wir schon in Freilassing. Das ist der Grenzort zu Österreich. Und da gibt es dann die Brücke über den Inn. Ne, Quatsch, was ist das? Die Salzach? Salach? Salzach, glaube ich. Über die Salzach und dann ist man drüben im Land Salzburg. Müssen wir nur darauf aufpassen, dass man da einmal noch den Hauptschalter abschalten müssen, wenn wir nämlich nach Österreich rüberfahren. Wenn wir kurz den beziehungsweise Stromabnehmer runternehmen. Nicht den Sicherheitsabschnitt. Aber auch in Österreich gibt es 15.000 bis 16.000 Kilovolt. Alles kein Problem. Abschalten. Ja, eine AFB wäre halt ziemlich hilfreich jetzt bei so einer Lok, aber bei den alten Einheitsloks gab es die ja natürlich noch nicht, war ja noch nicht erfunden da. Zu dieser Zeit. So, können wir wieder leicht Leistung aufgeben. Ja, das ist eine der nicht ganz so kurzen Strecken, die von Dovetail Games rausgebracht werden für Train Sim World. Ja, meistens immer recht kurz und auch gar nicht so preiswert. Aber grafisch ist es natürlich Bombe mittlerweile. Da brauchen wir drüber, glaube ich, nicht groß diskutieren. Das sieht schon gut aus. Sechzig auf diesem Abschnitt. Ja gut, das darf ich mit dem Zug eh nicht fahren. Wo die Verspätung eigentlich immer noch einigermaßen erträglich ist. Ich
weiß jetzt nicht, steht hier irgendwo. Ach doch, 160 können wir fahren mit der 111. Steht zumindest hier oben. Aber mit den Dostos bin ich mir gerade nicht sicher, haben wir noch nicht nachgeschaut. Na, 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 was ist jetzt? Gut. So, kann man mal abschalten und ausrollen lassen. Ja, jetzt kriegen wir auch am Grenzübergangsbahnhof Freilassing kriegen wir jetzt auch schlagartig 60, 50, 40. Deswegen werden wir hier schon mal vorsichtshalber runtergehen. Ja, da ist schon 60 angesagt. Einmal bestätigen. Und jetzt läuft ja rechts mit dem gelben Leuchtmelder die Bremskurve ab. Aber ich bin da jetzt wieder ein bisschen fest in die Bremse rein. Um da an der Stelle die Zwangse erstmal wieder zu verhindern. Wir haben auch keinen Wechselblinken, also 60 ist okay. Junge, Junge, Junge. Müssen wir noch weiter runter, jetzt haben wir nämlich gleich 40 und bestätigen. Ja, AP0 heißt rotes Hauptsignal. Oh, da drüben steht die 103. Das ist ja der Wahnsinn. Die alte 103. Eine meiner Lieblingsloks. Na komm, brems mal. Runter mit dir. 40 km/h ist erlaubt. Gleich. Ab jetzt. So. Ja, das weiß ich, dass wir uns hier nicht befreien können. Schön gemütlich hier ein. Ja, wie gesagt, Freilassing ist der Grenzbahnhof zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Salzburg. Ein Verkehrsknotenpunkt. Da sieht man auch übrigens die Baureihe 4024 von der ÖBB, die verkehrt auch hier. Grenzüberschreitend, sogar, glaube ich, die fahren sogar bis nach München. So. Und stopp. So, Herrschaft, letzte Möglichkeit auf deutscher Seite. Nochmal auszusteigen, ansonsten geht es jetzt mit rüber nach Österreich.
haben wir denn hier alles stehen? So, einiges an Güterwaggons in der Abstellung. Baureihe 363. 185 hier von MRCE. Ich weiß gar nicht, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Na, also heute leckt das Ding ganz schön. Ja, und da sehen wir die 4024 im Hintergrund stehen. So, wir haben langsam Fahrt 60. Machen erstmal die Türen wieder zu. Und rollen jetzt mal ganz gemütlich rüber nach Österreich, nämlich nach Salzburg. Salzburg Hauptbahnhof, Bahnsteig 5. Also es ist nur 5,7 Kilometer. Einmal Bremsen lösen. Und warten, bis das Schaltwerk abgelaufen ist. Ja. Sage ich noch, abwarten, bis es abgelaufen ist. Da waren wir wieder zu früh am Gaspedal. Ja, das ist echt, das dauert arschlang. Fahrmotorlüfter läuft. So, jetzt. Okay, Wechselblinken 45 km/h. Halt! Nicht zu schnell, weil das Signal war eben noch rot. Da dürfen wir nicht zu so schnell ranfahren, sonst kriegen wir eine Zwangsreihe reingeknallt. Ja, Kollege mit einer 101. Jetzt müssten wir aber eigentlich. Ah, jetzt sind wir befreit. Jetzt können wir zumindest mal wieder 50 fahren. Noch sind wir auf deutschem Boden. Jetzt beginnt aber auch irgendwo gleich die Schutzstrecke. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn wir nicht abschalten. Hier beginnt die Schutzstrecke, da müssen wir den Stromabnehmer runternehmen normalerweise. Lass den jetzt mal oben, mal gucken, was passiert. Normalerweise muss er jetzt runter. Manchmal ist es umgesetzt, manchmal auch nicht. Jo. Ich glaube, uns ist der Hauptschalter geflogen. Würde ich mal sagen. Also das ist simuliert. Also der Hauptschalter fliegt, wenn man die Schutzstrecke nicht beachtet und den Stromabnehmer nicht runternimmt, obwohl das eigentlich von der Oberleitung her das gleiche ist wie in Deutschland. Jetzt sind wir übrigens in Österreich. Das sieht man jetzt an den Masten. Mal gucken, ob wir Leistung aufschalten können. Ich weiß es nicht. Müsste aber eigentlich gehen, oder? Nö. Geht gerade mal gar nichts. Ja, dann hat er mir das jetzt übel genommen, dass ich den Hauptschalter nicht abgeschaltet habe. Also der Panto ist oben. Aber
Wir kriegen keine Leistung. Moment. Ey, ist das anstrengend heute. Ich hätte mit der anderen Lok fahren sollen. Aber gut, man muss es ja mal lernen. Von daher, alles gut. Kriegen tatsächlich keine Leistung. Oder? Doch, jetzt kriegen wir Leistung. Ja, ich musste den Richtungswender kurz abschalten. Also, es ist simuliert, man muss den Hauptschalter abschalten bzw. Stromabnehmer runternehmen. Und wenn man das nicht macht, fliegt der Hauptschalter. Das ist dann der Nachteil. Das war jetzt meine Bequemlichkeit, obwohl ich es eigentlich hätte besser wissen müssen. Aber gut. Dann haben sie das so hinbekommen. Ja, willkommen erstmal in Österreich soweit. Schalten wir mal ab. Kommt eh gleich 40. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten Salzburg. Da kommt schon 60, müssen wir bestätigen. Da seht ihr auch, die Signalisierung ist zwar ein bisschen anders, aber im Grunde genommen kann man sie mit Deutschland durchaus vergleichen. Bremskurve läuft ab. Zu stark gebremst. Also da die 111 zu fahren ist wirklich nicht einfach. Das, also zumindest nicht im Transim World 4. Aber ich denke mal, dass das realistisch umgesetzt ist, das Ganze. Und da hat man natürlich dann, wenn man da keine Übung hat, sein Schaff. Zu schnell. Ne, sind wir nicht. Stimmt ja gar nicht. So, einmal bestätigen. Runde auf 40. Durch Gleiswechsel bedingt. Zu langsam gebremst, aber na komm. Na, jetzt kann man ihn laufen lassen. Zumindest hat mich die SIVA nicht zwangsgebremst, aber dafür zweimal die PZB an der Stelle, wo ich mir immer noch denke, hey, warum eigentlich? Einmal 60, dann plötzlich 45. Gut, muss ich mir nochmal angucken. Ja, da kommt der Salzburger Hauptbahnhof in Sicht, liebe Freunde. Und dann haben wir diese ganze anstrengende Geschichte hinter uns gebracht. So ein bisschen mit Haken und Ösen, aber mein Gott, das gehört im Leben halt auch mal dazu. Videos, wo alles glatt geht, gibt es ja genug. Deswegen ist das Ganze so busy abenteuerlich angehaucht. Aber nichtsdestotrotz haben wir unser Ziel erreicht und das ist die Hauptsache. Ist übrigens auch hier sehr schön umgesetzt. Muss hier öfter mal fahren. Das mache ich eigentlich viel zu selten. So, dann schalten wir das Ding hier ab. Und kommen in den Salzburger Hauptbahnhof. Scheinbar sind wir momentan die einzigen.
da wären wir. Und die 4024 läuft dann doch gerade ein. Ja. Da sind wir. Einmal noch auf der linken Seite jetzt die Türen öffnen. Tja, liebe Freunde, da haben wir es geschafft. Folge 13 unserer Eisenbahnrundreise haben wir geschafft. Ich hoffe, euch hat die Serie so ein bisschen wenigstens gefallen. War mal so eine Idee, die so spontan aus der Hose entstanden ist. Und da habe ich gedacht, komm, setzen wir mal um mit beiden Train-Simulatoren aus dem Hause Dovetail Games. Ja, dann war es das an der Stelle erstmal mit Train-Sim. Und es werden natürlich irgendwann auch weitere Eisenbahnvideos folgen, denke ich mal. Aber ich werde auch mal wieder meinen Flugsimulator ein bisschen bemühen. Sowohl X-Plane 12 als auch den MSFS. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen nach oben, lasst ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in irgendeiner Form, bei was auch immer, beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.